Dieser Herbstkranz ist total einfach herzustellen. Aus Eierwaben entstehen die herbstlichen Blüten, die den Kranz schmücken. Das sieht richtig schick aus. Wichtig ist, dass die Perlen ein schönes Orange oder Rot haben. Die Bastelarbeit schmückt Tische, Wände oder Türen, je nachdem, wie ihr das möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Für die Bastelarbeit benötigt ihr nun folgende Materialien. Ich habe hier einen Kranz mit einem Außendurchmesser von 27 cm. Schaut mal, ob ihr so einen nimmt oder es gibt ja so unterschiedliche, was ihr gerade da habt. Dann habe ich hier ein Stück von einer Eierwabe. Einmal ein Efeu-Strang oder Zweig. Ihr könnt auch einen aus der Natur nehmen, dieser ist in Kunst. Dann brauche ich ein Lineal, eine Schere. Hier habe ich einen kleinen Kreis, der hat einen Durchmesser von 3,3 cm. Dann habe ich hier ein Lineal. Hier habe ich einen Wickeldraht in Silbern. Dann habe ich Perlen mit einem Durchmesser von 1 cm in Orange. Ja, hier ist noch eine Verpackung. Da ist oft Obst drin oder sowas. Also, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch vielleicht die Deckel von einer Eierschachtel nehmen. Das müsst ihr mal ausprobieren. So, und dann habe ich natürlich noch den Heißkleber. Ja, und das wäre es auch schon. So, jetzt zeige ich euch, wie solch eine Blüte gebastelt wird. Also das Material, ich brauche einen Kranz oder einen Kreis hier pro Blüte und jeweils 6 Blätter. Dann natürlich die Perlen und eine Spirale. Ich wollte ganz gerne auf den Kranz 3 Blüten kleben, also dementsprechend braucht ihr mehr Kreise natürlich. Also dies sind die Blätter, die ich hier aus so einem Stück von einer Eierwabe schneide. Und das geht folgendermaßen. Das geht am besten mit einer kleinen Bastelschere. Und zwar gibt es ja eine Vorder-, das ist die Vorderseite und die glatte Rückseite. Ich werde bei der Vorderseite über diese Huckel schneiden. Da hier drin befinden sich die Blätter, die einzelnen. Also die Randteile muss man manchmal wegschneiden, aber ich zeige euch mal, wie ich das durchtrenne. Ich gehe einfach mit der kleinen Schere hier so über die Huckel. Gehe dann von unten rein. Von oben, dann kommt man am besten so dadurch. So schneide ich die Streifen ab. So. Dieses Stück schneide ich weg, weil das ist ja nicht vollständig. Und dann gehe ich über die Huckel, schneide ich wieder die Blütenteile ab. So. Ich zeige euch mal, aus so einem Teil bekomme ich 4 Blütenblätter. Und zwar schneide ich die hier auseinander. So, nochmal. Das nochmal. So. Die Spitzen sind so ein bisschen gebogen, die schneide ich etwas rund. Dann schneide ich diese Eckspitzen ab. Das mache ich auf der Seite auch, runde das so ein bisschen zu einem Blatt ab und trenne hier die Spitze weg. So, jetzt ist das hier natürlich sehr breit zum Aufkleben. Da gehe ich hin und verringere den Abstand, und zwar das diese Fläche hier kleiner wird, dann kann ich die Blütenblätter besser zusammenfassen. So sieht ein einzelnes Blatt aus. Ich habe jetzt schon mal welche vorbereitet. Das ist sogar noch ein bisschen breiter hier. Ich kann die ein bisschen breiter oder enger schneiden, das ist ganz egal. Also im Gegensatz zu Eierschachteln bekomme ich hier größere Blätter. So, ich brauche 6 Stück pro Blüte. Schneide ich das hier nochmal so ab. So. Dann nehme ich meinen
Kreis. Ich nehme mal einen, keine Zahl drauf steht, so. Und klebe jetzt die Blütenblätter nebeneinander mit der Spitze hier drauf. So, hier kommt ein bisschen Klebstoff auf, nur ein ganz bisschen. Aufpassen, dass ihr nicht mit dem Papier da drunter kollidiert, beziehungsweise die Blüte, das Blatt daran klebt. So, und jetzt verteile ich diese Blätter hier so. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So. So passt das. Muss ich immer aufpassen, dass ich nicht am Papier hier unten klebe. So, das ist jetzt meine Blüte. Das Innenteil mache ich gleich. Also ich biege die Blüten schon mal so ein bisschen so nach innen. Das finde ich, dann sieht das etwas schöner aus. Das kann ich am besten, wenn ich die hier so in der Mitte festhalte. Das richte ich hier so über meinen Daumen, so biege das Endstück. So, das Blatt ist noch locker, das eine. Das muss ich noch mal eben festkleben. So, dann biege ich die noch mal so schön nach oben. Ich finde, dann sieht das irgendwie hübscher aus. So, dann habe ich hier eine Spirale eingeklebt. Und zwar trenne ich von diesem Teil das untere ab. Das sieht dann so aus. Dann kann ich das ein bisschen besser schneiden. Ich schneide jetzt mal einen Streifen so in 5 mm Breite ungefähr ab. Dass das reicht. Ich muss mal eben gucken, wie breit ich die habe. Die Spiralen sind ungefähr 2,5 cm breit. So, hier habe ich einmal die rubbelige Seite und da die glatte Seite. Ich muss also auf jeden Fall das rubbelige nach innen biegen, weil das Papier sonst reißt. Also ich wickel das jetzt so wie eine Spirale auf. Zwischendurch kann ich das immer mal ein bisschen festkleben, damit das nicht verrutscht. Oh, jetzt ist es mir doch abgehauen. Seht ihr, das ist immer ganz gut, wenn man es zwischendurch ein bisschen festklebt. So, das Endstück klebe ich auch fest. Ich schaue mal, ob es schon die Breite hat, aber ich denke, so ungefähr kommt es hin. Ja, seht ihr, ist es nicht ganz 2,5, aber es passt. So, dieses Innenstück klebe ich jetzt hier drauf. Ihr seht, hier sieht man so die Rillen. Man kann das so ein bisschen mit der Schere aufrauen. Und zwar streiche ich mit der Schere dann so über die einzelnen Teile drüber. Dann verwischt sich das so ein bisschen. Ich finde das ganz schön, wenn das so ein bisschen so aussieht. So, dann gebe ich hier unten Klebstoff auf. Und drücke das schon mal hier so drauf. So, dann habe ich hier die Perlen. Das war mal eine Halskette. War schon eine ganz alte. Da schaue ich mal, da fädel ich jetzt mal die Perlen auf den Draht. Ich muss es mal ausprobieren. Hier habe ich, glaube ich, 10 Stück aufgefädelt. Da hatte ich auch einen schwarzen Faden. Das war noch ein Stück von der Kette, vom Kettenband. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und dann probiere ich mal, ob das so ungefähr passt. Wenn ich das da rumlege, so seht ihr, passt das. Also kann ich jetzt den Draht hier abtrennen. Und den Draht so verzwirbeln. So schneide ich die Reststücke ab, knicke die so ein bisschen ein. So, und dann gebe ich hier so ein bisschen von dem Heißkleber drauf, damit die Kette nachher nicht abrutscht, und setze so die Kette darauf und drückt die an. So, jetzt habe ich drei Blüten, die ich fertig habe. Die kann ich jetzt auf den Kranz setzen. Das ist so der nächste Schritt. So, jetzt werde ich meine drei Blüten hier mal so positionieren und festkleben. Sieht jetzt schön, wenn die Blüten so nach oben zeigen. Also ich glaube, wichtig ist, dass ihr helle Perlen nehmt, so richtig die so ins Auge gehen. So. Und dann nehme ich meinen Zweig hier und biege den so ein bisschen so rundlich. Dann kann ich den gleich besser aufkleben. So. Ich muss den mal so punktuell ankleben. Jetzt einen Augenblick, bis das bis der Kleber angezogen ist. So. So. Jetzt hier weiter. Immer so einen Punkt Klebstoff aufsetzen und dann die Pflanze randrücken. Das mache ich jetzt bis zu der anderen Blüte. Ich habe jetzt die Girlande aufgeklebt, jetzt stelle ich aber fest, einige Blätter stehen doch arg über. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Dann gehe ich einfach hin, schneide die mit der Schere ab, kürze den Stiel und setze das Blatt ein bisschen näher ran. Und so kann ich auch Lücken auffüllen, wenn ich jetzt meine, oh, das sieht viel schöner aus, wenn da noch so ein paar Blätter dran sind, dann nehme ich die Blätter, kürzt den Stiel, wie auch immer, und fügt die in den Kranz ein. So lange, bis er sagt, so, das ist es jetzt. Vielleicht klebe ich hier hinten im Inneren noch ein bisschen was auf. Das muss ich dann ausprobieren, da muss ich mich mal gleich wieder hinstellen, dann sehe ich das besser. So, jetzt schaue ich mal hier vorne, da würde ich noch so ein bisschen was einsetzen und vielleicht hier am Rand. Und dann ist der Kranz gleich auch so, wie ich mir den vorstelle. So, da kommt jetzt noch ein Blatt hin. Noch eins und hier vorne noch eins und dann wäre es das. So, nun ist mein Kranz fertig und der gefällt mir ganz gut. Ihr könnt ihn als Tür- oder Wandkranz nutzen oder auch als Tischkranz, wie ihr es möchtet.
Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. In meinen Playlists findet ihr noch mehr Bastelobjekte zum Thema Herbst. Neben Kränzen und Kugeln präsentieren sich auch Igel und eine Eule. Schaut mal, die sehen ganz witzig aus. Viel Spaß beim Stöbern und Basteln. Bis bald, eure Angelika Kipp.